Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Ja, unser guter Mario danzt hier voll ab. Wir haben alle Bandmitglieder zusammengetrommelt, aber wir müssen uns noch um das Energieproblem der Stadt kümmern. Aber ob wir das in diesem Part schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir bisher alle Monde, könnten rein theoretisch schon abreisen. Aber ganz ehrlich, ich möchte noch nicht. Wir haben noch so viel in New Donk City zu erleben. Deswegen bleiben wir noch ein bisschen hier und gucken uns die Stadt noch ein bisschen an. Unter anderem bräuchten wir auch noch einen Roller, um da hochzufahren. Ob das so geht da so, die Treppen hoch? Ich zweifle dran, aber gut. Es soll ja wohl irgendwie gehen. Wo haben wir jetzt hier den nächsten Roller? Wo haben wir jetzt den nächsten Roller? Wo haben wir den nächsten Roller? Komm. Such mir einen Roller. Da ist einer. Den nehmen wir. So, beschleunigen mit Y. Ort mit B springen. Okay. Boah, geht das ab? Ist das geil? So, und jetzt müssen wir hier hoch. Lol, was man nicht alles machen muss mit dem Mond. Wir werden mit Sicherheit einen kriegen. Ganz sicher. So, auf. Da sind wir schon. Ah, okay, damit man nicht runterfällt. Dafür sind diese Rüstungen da. Und geschafft. Wow, du bist mein allererster Kunde, der hier sein Motorroller parkt. Glückwunsch. Natürlich kriegen wir dafür auch einen Mond. Parkplatz, Nähe, Heliport. Na, machen wir doch. Ich kann's behalten. Check ich dir. Ein kleines Souvenir vom guten Mario. Ach, ist das cool. Ist das cool? Stromversorgung. Weiß ich nicht, was ich damit jetzt anfangen soll, wie ich das jetzt machen soll. Oh, das sind Monde. Da sind Monde. Was sag ich denn da? Münzen. Super. 27 von 100 haben wir schon. So, dann werden wir uns aber nochmal nach oben gehen. Und gucken uns da nochmal um. Vielleicht gibt es ja hier doch noch was zu entdecken. Wir waren ja bloß mal hier oben in diesem... Okay. Da ist ein Mond. Alles klar. Soll ich nachankommen? Das klappt so nicht. Oh, Mario. Moment, wir können uns mal hier hin. Okay. Interessant. Eine Dachterrasse. Ja, warum auch nicht, ne? Hier gibt es noch ein bisschen Kohle. Okidoki. Hier vielleicht noch was zu entdecken. Hier ist ein Laptop. Okay. So ein Farbdinger da. Sind ja nicht so schön. Also nicht wirklich. Okay, wie seid ihr hier hochgekommen? Seid ihr alle hier langgekäpert oder? Egal. Egal ist 66. Da oben ist noch so ein Schnipser. Können wir uns irgendwo hinschnipsen? Schnipsi, schnips. Hier war Captain Toad. Genau. Ja, alle Streuner. Überall und doch nirgends. Ja. Stromproblem. Ja, wie löse ich das denn? Das soll hier... Hey, willst du zum Stromkraftwerk runter? Dann probier's doch mal mit einem der großen Kanaldeckel. Ach, natürlich. Einem der großen Kanaldeckel. Was sind hier große Kanaldeckel? Doch wohl nicht diese Dinger hier, oder? Nee, das ist Deko.
große Kanaldecke nehmen. Guck mal direkt. Ah, hier. Okay. Beeindruckend dein Kunststück eben. Hut ab. Ja, das sowieso. Und down. Ich glaube, jetzt wird's richtig gemein. Stromkraftwerk im Untergrund. Oh, oh, da sind Blümchen. Du meine Güte, ein vollwertiges Dungeon. Gut, was anderes hätte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Ah. Okay, jetzt haben wir das in Verbindung gesetzt. Schwupps. Ah, wir müssen schnell genug sein, verstehe. Na gut, wir können uns ja die Münzen auch anders holen. Ist ja nicht das Problem, das. So, einmal. Zweimal. Und da haben wir schon wieder ein Spuckblümchen. Was hier seine... Okay, das Problem sind also diese Piranhas. Ey! Geht gar nicht! So. Hier unten gibt es bestimmt auch noch ein paar coole Münzen abzugreifen. Und Monde. Sowieso. Eieieiei. Friss! Okay, noch ist das Ganze ja sehr linear. Können wir uns also im Moment noch nicht beklagen. Da ist noch was, was ich möchte. Okay, das ist also die Kanalisation von New Donk City. Wunderbar hässlich. Aber gut, gut Design. So, und ihr verpisst euch auch mal. Danke. Ich geht's. Na, erstmal die Münzen geholt. Danke. Und dann werden wir hier mal auf diesen Knopf drücken. Nö, da tut sich gar nichts. Okay. Jetzt muss ich hier wirklich so ein... Okay. Wir hatten keinen Checkpoint, ne? Doch eine Möglichkeit, gut rüber zu kommen. So, jetzt machen wir es mal auf die. So wie es gedacht war. Naja, wenigstens kriegen wir die Münzen wieder rein. Ist doch auch was. Und so schlimm war es ja bis dato auch noch nicht. Behalte ich aber die rosa Münzen? Ja, die behalte ich doch, oder? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, auch durch. Wenigstens können wir hier nicht ganz so schnell sterben, da wir hier ja regelmäßig Coins bekommen. Ist halt nur nervig, weil wir dann immer wieder alles nochmal machen müssen. Aber ich denke, da wird sich irgendwie noch ein Schalter finden, um dieses Ding da in Bewegung zu setzen. Sonst wäre das schon ein bisschen gemein. So. Achso, ich verstehe. Okay. Ich muss da jetzt wirklich rüber. Wie soll ich das denn machen? Ich kann das mit dem Hut nicht. Aber ich muss es wohl lernen. Alter, wir haben es geschafft.
Caramba. Ich bin ja so ein Lacker. Okay. Noch ein paar Ratten. Ich glaube, die tun uns nichts. Okay. Alter. Alter Schwede. Okay, wir müssen darauf. Gott sei Dank. Oh, hier ist die Power Supply. Ich sehe ganz gern selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt doch das Stromkraftwerk mit ein. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft. Ja, sieht so aus. Oh, bloß nicht die Grütze berühren, sonst darf man die ganze Scheiße nochmal machen. Einmal. Komm schon. Und. Geschafft. Na, dann krallen wir uns direkt mal den Mond, ne? Saft fürs Kraftwerk. Wauzi. Sollen wir auf diesen Knopf drücken? Jetzt funktioniert es endlich wieder. Oh yeah. Alter, zwei. Boah, wie viele Monde gibt's hier? Eins, zwei, drei, vier. Sind das meine Monde? Ach so, die Monde sind ja die Energie. Wundervoll, Mario. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Weg. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh hey, würdest du uns die Freude machen und an unserem Festival teilnehmen? Na klar. Oh nein, ich wollte teilnehmen. Na klar. Fantastisch, ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Pauline, die kennen wir aus Super Mario Land auf dem Game Boy. Ein traditionelles Festival. Wow, hier hat sich ja einiges getan und Mario tanzt voll ab. Irgendwie hat sich New Donk City ein bisschen verändert. Du meine Güte. Dieses Festival ist bei uns eine feste Institution, kein Scherz. Verlier dein Ziel nicht aus den Augen. Juhu! Spring, Kumpel, spring! In diesem Festival gedenken wir den Anfängen unserer Stadt. Wow, also die wissen es nun wirklich zu feiern. Alter, nice! Uiuiuiui. Donkey Kong! Ist das cool. Das Spiel ist so voller Überraschung. Wer es nicht hat, hey, kauft's euch.
Hammergeil. Hammersgeil. Hammersgeil. Autsch. Gibt's hier ein Herz? Bestimmt, komm. So. Schön alles abchecken nochmal. Ist hier vielleicht noch was? Nö. Ja, irgendwie kann man sich an diesen Song gewöhnen. Oh yes. Ist das geil. Ups, über Kopf. Okay. So. So. Okay, geschafft. Ah, oh, so viele Coins. Ah, nur noch zwei. Oh, die kann man gar nicht allein sammeln. So viele Coins. Doch, hätte man gekonnt. Hätte man gekonnt. Jawohl, jetzt spielen wir eine Runde Donkey Kong oder was? Ist ja geil. Fetzt, fetzt, fetzt. Einfach nur geil. Und genug Leben gibt's auch. DK, yeah. Boah, wie viel Geld wir schon haben. Na, da können wir ja direkt noch den Job in New Donk City aufsuchen. Und ihn leer kaufen. Ja. Komm schon. Wollte schon sagen, ich wollte dich haben. Wenn denn schon, dann war sie mit. Zack. Oh Mann, was für ein Part. Kriegt man einen Treffer? Nein. Jetzt aber. Das war's, Donkey. Bye, bye. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Alter Schwede. Jawoll. Ein traditionelles Fest abgeschlossen. Wow. Mann, da ging ihm ganz schön die Luzi ab. So, wir haben schon genug Monde, ne? Ah, das war die Hauptmission. Okay, klasse, wir haben endlich genug Monde beisammen. Wir können ins nächste Land reisen. Möchten wir das? Nein, ich möchte noch in den Shop. Wie schnell die Bürgermeisterin die Stadt auf Vordermann gebracht hat? Ja. Dank meiner kleinen unschuldigen Hilfe. Willkommen in der Hauptfiliale von Crazy Cat. So, wollen wir mal shoppen. Wir haben ganz frische neue Artikel. Was nehmen wir denn? Den Mond, ganz klar. Dankeschön. Wir haben schon so viele Monde eingesammelt, das ist unglaublich. So, jetzt brauchen wir uns ein bisschen was zum Anziehen. Klar, jetzt ziehen wir uns um. Dann das Outfit. Na klar. So, haben wir denn hier alles? Wir haben hier alles. Have a beautiful day. Haben wir. Na, schaut mal, wie elegant. Hübscher junger Mann, ne? Hier gibt es mit Sicherheit noch so viel zu entdecken. Schon beachtlich.
schon beachtlich. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay. Oh oh. Alter Schwede. Haben wir sie alle? Wir haben sie alle und können uns direkt noch einen Mond abholen. Jawolla. Ja, wir nehmen mit, was geht. Notenjagd im privaten Raum. Unser Ganoven-Mario. Coolio. So viel Action hier. Nachdem wir jetzt ja die Hauptmission geschafft haben, könnten wir doch vielleicht sogar auch jetzt mit dem Taxi fahren? Das würde mich ja noch interessieren. Hättet ihr denn noch Bock auf noch ein Part New Donk City? Machen wir so, oder? Na klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.